Also wir probieren jetzt die Schlussszene im dritten Akt, ne? Zwei Sätze, abwechselnd er, abwechselnd sie, dann kommt der Kuss und dann kommt der Musiker. Ist der Musiker ready? Nein, fertig. Ich muss gerade das Kostüm an. Wieso? Wir probieren doch ohne Kostüm. Ja, aber die Kostümbilderin will den Effekt checken. Ja, gut. Aber wenn ich komm rufe, kommt er, ja? Okay. Hol mir mal einen Kaffee. Also, Schlussszene, den Text, bla 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 und dann der Kuss. Und den würde ich mir jetzt gerne mal ansehen, ja? Macht ihr mit dem mal ein Angebot? Sollen wir? Ja, okay. Bitte Action. Ja, seht ihr, das, genau das habe ich mir gedacht. Also, natürlich ist in der Szene ein Comical-Element drin, ne? Das wolltet ihr auch sicher mit eurem Smiling andeuten. Genau. Aber jetzt gebe ich euch mal eins zu bedenken. Also, die Szene beinhaltet ja auch einen Kompromiss, ne? Und beim Kompromiss, da gewinnen ja nicht nur beide, die verlieren ja auch beide. Und dadurch kommt so ein Tragical-Element rein, ne? Ich finde, Sie haben da vollkommen recht. Ich habe im ersten Strasberg Theater Workshop in New York, da habe ich die Gestik Sträuben im Widerspruch trainiert. Und es ist ja so, also wenn die Menschen sich vor etwas schützen wollen, dann machen sie doch unwillkürlich die Arme vor den Körper, nicht? Also so. Ja, das gefällt mir gut, das ist eine gute Idee. Unter keinen Zucker. Das machen wir mal so, ja? Bitte, Action. Ja, okay, Herr Geiger. Das ist sehr gut. Nur bei Ihnen, Herr Geiger, da müssen Sie noch was dran tun. Ja? Da müssen Sie sich eher mehr anpassen. Also dieses Grinsen, ja, das wollen wir mal ganz stark reduzieren. Und dafür ich verstehe schon, Herr Trüberg, aber meine Wurzeln sind eher ein Gründgens, ein Reinhardt, ein Kortner oder das Burgtheater. Und von daher könnte ich Ihnen einen durchbohrenden, eindringlichen Blick anbieten, der sich schlagartig in eine erleichterte Demut verwandelte. So ungefähr. Ja, das ist sehr gut, aber dann versuchen Sie mal, die beiden Fäden so mehr miteinander zu verknüpfen, ja? Also bitte, Action. Ja, sehr gut. Das ist sehr unstatisch, das ist sehr lebendig, aber irgendwie fehlt mir da was. Ja, das ist völlig richtig. Also ich finde ja auch, dass der bodenständigen Wald meiner Figur unbedingt nachzukommen ist. Und zwar also unmittelbar vor dem Kuss, bevor sich die Lippen der beiden treffen, da übermannt sie eine Abscheu, die sie aber dann in ihrer ureigenen Kraft blitzschnell überwindet, weil ja das Ziel, also von ihm zu bekommen, was sie will, so nah ist. Ja, es hört sich gut an, da bin ich sehr gespannt drauf. Das finde ich prima, bitte. Und Action. Ja, fantastisch, top. Ja, nur irgendwas fehlt mir dann noch. Da ist ja gar keine Milch drin. Herr Geiger, Sie müssen sehen, dass Ihre Reaktion auf Ihre, also das heißt, sein Aufgerütteltsein, dass das ein Gesicht bekommt, ja? Ja, also, Herr Trüberg, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass die Entscheidung ja vor dem Kuss bereits gefallen ist. Ein Kortner hat einmal eine Entscheidung gespielt im Kaufhaus von Venedig. Als die Entscheidung feststand, unverrückt war, da hat er sich einfach so ein Tuch über den Kopf gezogen. So. Ja, das ist ja ein ganz grandioser Anfall. Das ist es überhaupt, das ist die Lösung, ja. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Also, die Zukunft ist pechrabenschwarz, man sieht nichts mehr. Das ist es. Und so machen wir das auch. Also, Kinder, passt auf und Action! Ja, das ist es doch. Das ist genau das, was... Kinder, das ist mehr, als ich erwartet habe. Wirklich, es ist toll. Ganz, das ist ja eiskalt. Also, wir machen jetzt mal die ganze Szene.
wir machen jetzt die ganze Szene mit Text und Musik, ja? Ist der Musiker ready? Okay. Gut, also, ne? Nichts verändern, alles so lassen, ja? Seid ihr fertig? Ja. Okay. Okay, dann Action. Geh, Speicher, Uberesi. Spreiz sie nicht so. Gib mir ein Bussi, das es kracht auf der Ulm. Ach, Busser, wo ist deppert der Hirsch und was krieg ich noch dafür? Ja, mei, Bayern ist auf meinem Hof und mi kriegst dazu, damisches Rindvieh. Heiraten, wo ist mi? Nachher kriegst du halt ein Bussi, du alter Depp. Komm! Thank you.